Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV zu einer neuen Folge von NHL 18 der DEL-Saison mit den Kölner Haien. Wir sind heute zu Gast in Straubing und hoffen natürlich, dass wir heute wieder gewinnen können. Das Gefährliche ist natürlich wieder, es ist ein schwacher Gegner. Und gegen die tun wir uns immer schwer. Gestern zum Beispiel gegen München 1:0 Rückstand gewesen, aber dann 5:1 gewonnen. Wesslau 1,88 Gegentore mittlerweile pro Spiel. Auf der anderen Seite Sebastian Vogel. Was mit Eddie Olczyk und Mike Emmerich? Man sieht die am Anfang gar nicht mehr. Kam doch die ganze Zeit. Auf jeden Fall jetzt Zalewski gegen Kai Hospelt beim Eröffnungsbully. Und das holt tatsächlich Kai Hospelt. Und Gogula auf Eriksson. Oh, der ist vorbei. Mal gegen Straubing habe ich sogar schon mal zu 0 verloren. Ich glaube sogar zweimal, wenn ich mich nicht täusche. Wegen heute müssen wir gewinnen. Straubing letzten 10 Spiele 5-4-1. Ah, Mann. Ah, shit, Mann. Williams. Zalewski und Wesslau. Schnell gespielt. Aber überrascht haben wir sie nicht. Oh, ah, Jones ist noch im Puckbesitz. Oh, schade, knapp vorbei. Jones hat aber auch lange nicht mehr getroffen. Oh, Mike Hedden. Und da 4 Haie-Spieler nehmen ihn dann den Puck ab. So, Hospelt spielt über die Bande. Bennenowski. Schöner Schuss über Sebastian Vogel. So, Schütz gewinnt das. Ah, Mann. Connolly. Oh, da haben wir wieder Justin Schuck. Nein! Bleibt der Puck genau da in der Mitte hängen. Porter. Alter. Da war Wesslau wieder. Oh, jetzt Felix Schütz. Und Vogel. Ah, Mist. War er noch am Schläger? Verdammt. Hätten wir jetzt locker den Puck abnehmen können. So, Blair Jones. Oh nein, Dylan Ruckman. Gegen den Pfosten. Der hat ja auch noch lange Torlos-Serie. Letztes Mal wieder getroffen, Dylan Ruck. Dotzler, McKinnon, der ist vorbei. Glück gehabt. Schönberger, Sulzer. Ah Mann, der geht nicht raus. Und jetzt. Ah, Alter, Wesslau. Hat er. Halt mal fest. Zu gefährlich. Mann. Julok. Reihe 4 kriegt gerade. Auch nicht die Scheibe. Erhoff. Erhoff hat ihn jetzt. Oh nein! Warum zur Hölle, ey? Das gibt's nicht. Ich krieg die Scheibe da nicht raus. Edwards. Oblinger. Mann. Oh, so ein Sack. Da wollte er den Supertrick machen.
der hier so total überpowered ist bei der KI. Wer hatten? Potter hatten. Und immer noch auf dem Eis, aber Christian Ehrhoff jetzt. Endlich. Und da steht keiner. 5 Sekunden noch. Leubel. Da kommt der Schuss und Wessler hatten. Ja, das war kein gutes Drittel von uns. 2 zu 4 die Schussstatistik. In 4 Minuten war Straubing in unserer Offensive. Wir gerade mal eine Minute. So, Hospold gegen Zaleski. Ab in die nächste Runde. Zweites Drittel beginnt und wir verlieren das Bulli. So, Sean Lalonde. Auf Gugula. Gugula! Jawohl, Philipp Gugula! Was ein Einsatz. Und wir verlieren auf jeden Fall mal nicht zu 0 gegen Straubing. 7. Saisontor. Was ein Wille. Hospel gewinnt das Bulli. Eriksen. Was ist hier los, Mann? So, Gugula hat die Scheibe. Hospelt. Oh nein, Mann, warum spiele ich denn nicht zum Jones? Aus dem Winkel kann der doch niemals reingehen. Nicht mit so einem Spieler. Mit so einem Dreiseitel kriege ich das vielleicht hin. Zalewski, Wesslow. Ah, Mist, ich dachte, der Nowski hat mehr Speed drauf. Oh, schön. Oh, Mann. Alter, oh, das war mega knapp. Justin Schack mit dem Pass auf Hinowski. Nein. Ah, scheiße. Haben wir. So, Reihe 3 auf dem Eis. Jawohl, das war mal richtig gut gespielt. Das komplette Aufbauspiel. Ohne Mist, ich glaube, das war eins meiner besten Tore hier in der NHL 18 DL-Serie. Hammer. Blair Jones, 8. Saisontor. Nico Kremmer mit dem Assist. Ben Hanowski auch noch. Der war sogar noch auf dem Eis. Ja, Blair Jones verliert immer wieder das Bulli. McKinnon, Wesslau wieder. Ah, das gibt eine Strafzeit. Ne, gibt's nicht. Ich dachte, ich hätte ihn von den Beinen geholt. Müller auf Blair Jones. Oh, Vogel. Ich kann Schmackes in den Schuss bekommen. So, jetzt TJ Mulock. Müller. Oh, Mulock. Verdammt. Mike Hedden, 29 Punkte im Team. Sulzer, Alter, da hat der Vogel aber... Das war mal ein Reflex.
Na, Mulock kriegt's nicht hin. Lalonde mit dem Check räumt auf der anderen Seite auf. Weslow, immer wieder Weslow. Und Uvira. Schade. Nick Latta kriege ich einfach nicht ins Spiel eingebaut. Aber jetzt die Chance. Eriksen. Ja, erstmal gut gemacht. Und Kai Hospelt. Jones. Ja. Und wir haben eine Powerplay-Situation. So hat Hamburg mal gegen Köln ein Tor gefangen. So ähnlich. So, Hospelt in der Vorwärtsbewegung. Eriksen. Potter. Da ist zu viel los vorm Tor. Hospelt. Und ja, der ist weg. Aber wir bleiben im Powerplay. Beziehungsweise gehen jetzt ins Powerplay. 5 gegen 4. Schütz. Oh, Blair Jones, der war nicht gut. Ein schlechter Rückhandschuss. Oh, Nauski. Ach Mann, geht der durch. Sudele, der Herr Nauski. Nein, oh, haben wir noch. Boah, ich dachte, den verliere ich. Nein, Mann. Ah, der ist weg. Und damit sollte das zweite Drittel auch rum sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch einen Angriff hinbekommen. Außer Nauski zaubert jetzt. Oh, Schack, schade. Na gut, 14 Sekunden haben wir dann noch im zweiten Drittel, im letzten Drittel. An Powerplay. Aktuell 9:8 die Schussstatistik. Also ausgeglichenes Spiel eigentlich wieder. Mir ist das aber immer ein Rätsel, wie ich mit so einer schlechten Passquote die Spiele gewinnen kann. Oh, Schütz. Keine Anstalten, dass er das Bulli gewinnen will. Jo. Und die spielen auf Zeit. McKinnon. Lalonde. Und jetzt Felix Schütz. Schütz mit der Scheibe. Und Justin Schack scheitert mal wieder. Das gibt's einfach nicht. Der arme Kerl. Was hat der für ein Pech? Straubing wieder komplett, aber Weslow. Hospelt vom eigenen Torwart mit dem Bulli. Holt er. Lalonde kriegt die Scheibe nicht weg. Und der geht raus. Komm, dann schicken wir mal Reihe 3 aufs Eis. Das war tatsächlich mal ein kluger Wechsel von mir. Oh, jetzt die Chance. Der ging mal mega vorbei. Lalonde, Blair Jones schickt Nico Kremmer. Warum schießt der nicht, Mann? Ich hab nur auf Schießen gedrückt. Oh, Lalonde patzt schon wieder. So, jetzt aber befreit. Ich versteh's nicht. Justin Schack ist noch auf dem Eis.
Erhoff. Lalonde. Mann, Blair Jones. Immer so ein Spieler, der mit der Rückhand dann da ist, ist da bei mir meistens vom Tor. Dylan Ruck. Hier rein. 10 Minuten noch. 2:0 Führung. Also sieht eigentlich ganz gut aus. 9:8 gewonnene Bullies. Vor allem mit der Schwierigkeit komme ich so langsam jetzt auch zurecht. Boah, er hofft deutlich zu hoch. Nein, Hinowski. Ja, der war auch mal ausbaufähig, der Pass. Google auf Mais. So. Leubel. Weslau. Halt mal lieber mal fest. Also wir werden die Saison jetzt definitiv auf dem Schwierigkeitsgrad zu Ende spielen. Das ist jetzt Superstar und ja, ich habe mich jetzt glaube ich so langsam dran gewöhnt. Aber es ist, erinnert echt so an die Jahre davor, da hat das auch mal ewig gedauert. Och man. Vor allem sind die Spiele so nicht so übertrieben, aber wie gesagt, ich bleibe dabei. Der Unterschied zwischen All-Star und Superstar ist einfach zu krass. Oh, Ryan Jones, schlecht gemacht. 4 Minuten noch. Oh, Weslau, da hätte er keine Chance gehabt. Oh, Potter hat ihn. Justin Chuck auf Felix Schütz. Mann. Die letzten 2 Minuten laufen. Und ich denke, wenn wir jetzt kein Gegentor fangen, bis zur letzten Spielminute, dann war es das auch. Schütz und hinaus niemand. Die gönnen einfach dem Chuck keinen Scorerpunkt. Wir hatten Potter. Das gibt's doch nicht. Mitchell Weslau. Und Moritz Müller auf Latter. Nick Latter. Das gibt's nicht. Ach komm, ey. Ich kann einfach keine Empty Net Tore, so wie es aussieht. Oh, jetzt gibt's nochmal eine Strafzeit. So. Gewinnen wir zu 0 tatsächlich. 2:0. Shutout für Weslau. Sehr, sehr schön. Schönes Spiel. Blair Jones, Philipp Gugler und Sean Lalonde, die Spieler des Tages. 13:10 die Schussstatistik. Und damit endet mal wieder eine Folge. Wir simulieren jetzt noch. Haben morgen um 15 Uhr dann ein Spiel in Bremerhaven. Wenn euch die Folge bei heute gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video positiv bewertet. Könnt gerne was in die Kommentare reinschreiben und auf meinem Discord-Channel vorbeischauen. Der Link dazu unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Eishockey oder NHL 18, bin ich gerne bereit, die euch zu beantworten. Und ja, dann bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mehr NHL 18 sehen wollt, dann einfach mal ein Abo hinterlassen. Jeden Tag um 15 Uhr eine neue Folge. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis morgen und ciao.